Chaos war das ebenfalls nicht. Keine Ahnung, Top. Ich bin froh, draußen zu sein. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commander zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Geneviève Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. So, und wir steigen direkt rein in die Action und sind im nächsten Part. Wie ihr schon seht, hätte man sich ja irgendwie denken können. Egal, wir gehen durch eine rote Tür. Und haben uns irgendwas Gelabere von irgendwelchen Typen angehört. Nein, das sind unsere Teamkollegen natürlich. Ja, genau. Diesen Flieger sollten wir uns merken, den sehen wir nachher nochmal. Etwas später. Ah, das sieht schon alles sehr schick aus. Wie immer alles einsacken, wenn es was zu holen gibt. Und jetzt seht ihr, gleich eine neue Gegnerart. Und zwar Geister. Ja, sind ein bisschen billig, die Gegner. Wenn sie euch treffen, ziehen sie nicht eure Rüstung ab irgendwie. Also ziehen da nichts ab, sondern greifen euch direkt an. Aber ihr müsst sie nur einmal treffen, egal mit was, und sie sind sofort tot. So, jetzt seht ihr mal die Stadt. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Reicht einfach, wenn man gegen die Gegend geht. Passiert sowieso nichts, also wir können die auch stehen lassen. Verdammt, was war das? Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Harbinger-Anlage rein. Mit Almas telestetischer Signatur. Wohl eine Reaktion darauf, dass Sergeant Beckett geflohen ist. Die ist stinksauer. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche Replikas in 10 Kilometern Umkreis geweckt. Für alle, die es nicht wissen und die den Anfang nicht gesehen haben, ihr solltet ihn entweder gucken oder mit zuhören, was ihr hoffentlich sowieso tut. Denn hier in der Stadt hat es nämlich am Anfang ganz tolle Bomben gemacht, hier ist eine Bombe explodiert. Und deswegen sieht es so aus, wie es hier aussieht. Es ist nicht einfach nur um eine verkommene Gegend oder so, nee, nee. Das ist schon durch eine Explosion so passiert. So, ich weiß nicht, es soll ein bisschen gruselig sein, wo wir hier gerade sind. Allerdings sieht das nicht wirklich. Auch das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt Angst kriegen müsste. Jetzt sehen wir gleich noch eine neue Gegnerart. Die Puppenspieler. Warum die so heißen, seht ihr jetzt. Denn der belebt Tote wieder. Das sieht halt so aus wie bei einem Puppenspieler, als wenn er da mit den Fäden zieht. Deswegen heißt er so. Aber auch der hält nicht so viel aus. Deswegen kommt ja auch gar nicht nochmal dazu, die Toten wieder zu beleben. So, dann wird das auch geklärt. Und wir gehen weiter. Ich bin immer noch im Überlegen, wie ich das mit den Parts mache, denn das stimmt alles gar nicht so überein, wie das ist. Das ist ja schon gar nicht Kapitel so und so, das ist ein ganz anderes eigentlich. Das ist, glaube ich, erst Kapitel 4 oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, auf meine Kapitel- und Part-Sachen müsst ihr nicht so wirklich Acht geben oder so. Das ist nicht so wichtig. Lass dich davon nicht verwirren, das ist meine Schuld gewesen, weil ich das so ein bisschen unpraktisch gemacht habe. Und die YouTube-Gruppe werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch die Woche jetzt oder so machen. Mal gucken. Könnt ihr ja dann alle beitreten und mitmachen oder so, keine Ahnung. Demnächst kommen wahrscheinlich dann noch ein oder mehrere Left 4 Dead-Videos, also Left 4 Dead 2 natürlich. Muss ich mal gucken, wann und wann sich da mal gute Szenen ergeben. Ich wollte ja gerne mal ein Versus-Match hochladen, das Problem ist da nur, die meisten Gegner quitten wie die Verrückten. Da kriegt man dann leider kein ordentliches Spiel zustande. Muss ich gucken, sobald ich ein gutes gefunden habe und, also sobald wir ein gutes gemacht haben und da mal keiner gequittet ist, lade ich das auch hoch. Man muss mal gucken. Vielleicht auch noch irgendwann mal ein Kampagnenspiel, mal sehen. Jetzt ist aber erstmal hier 4 wichtig, denn hier befinden wir uns ja gerade. Und ich schweife total vom Thema ab. Ja, den Großen müssen wir nachher auch besiegen. Und dann zeige ich euch nachher, wie man es nicht macht. Könnt euch jetzt schon drauf freuen. Hier werden so viele
Alma-Szenen oder so möglich gewesen, aber nichts dergleichen. Ich finde das jetzt nicht gruselig, dass hier alles kaputt ist oder so. Bei manchen Leuten sieht die halbe Nachbarschaft so aus, was weiß ich. Die sind das gewohnt. Aber gut, Spaß beiseite. Wie ich es vorher schon erwähnte, es kommt an den Horrorfaktor vom ersten Teil einfach nicht ran. Es sind so viele Momente drin, wo was gepasst hätte, aber es kommt einfach nichts. Und die Geister sind nicht gruselig, es sind eigentlich nur Lachnummern. Und das hat immer so komisch grün aufflimmert. Ich habe keine Ahnung, warum und was das bringen soll, das ist nachher eh wieder weg. Keine Ahnung. Und ich muss noch einmal ablenken. Ja, ich weiß, es ist doof, dass ich dauernd von diesem Spiel ablenke. Aber die Gruppe braucht einen Namen. Ich weiß, ich hätte mir jetzt einen überlegen können oder so, aber ich wollte ja mit euch zusammenarbeiten, also mit allen, die da wollen. Und da muss ein Name ran, der allen passt. Also lasst mir Ideen hören. Solange die Idee gut ist und auch allen passt, ist das gar kein Problem, dann können wir das machen. So, und jetzt machen wir erstmal den nächsten Flammenwerfer-Fuzzi fertig. Sollte nicht unser Problem sein. Peng, schon ist er auch tot. Und genau in diesem Moment dachte ich, jetzt ist Ruhe. Aber man sollte nicht denken, zumindest nicht hier. Denn es kommt, wie es kommen muss. Es kommen noch mehr Gegner. Was ja irgendwie zu erwarten war. Und das nimmt jetzt irgendwie kein Ende. Und das endet jetzt in einer großen Ballerei, wie immer eigentlich. Wie ich es vorher schon erwähnt habe, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, kauft es euch, weil ihr Action wollt, dann seid ihr hier richtig. Die habt ihr hier nämlich. Wenn ihr euch gruseln wollt, greift lieber zu Teil 1 oder zu einem anderen Spiel, denn ich glaube mal nicht, dass ihr euch bis hierher schon gegruselt habt. Ihr könnt ja sagen, ob oder nicht, seid da mal ruhig ehrlich oder so. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn er das nicht findet. Warum auch? Aber wir sehen den Rest der Ballerei eh erst im nächsten Part. Bis dahin.